Wir haben uns heute mal ganz lecker Leberkäs-Semmeln gemacht. Aber eigentlich sind das Baguettes. Wir zeigen euch, wie das geht. Ist alles ein bisschen, ich will mal nicht sagen aufgepimpt, aber ein bisschen schöner oder besser gemacht als einfach nur Leberkäse aufs Brötchen. Bleibt also dran, wir zeigen euch, wie es geht. Viel Spaß. Wir wollen uns heute mal wieder eine tolle Leberkäse-Semmel machen. Es ist so heiß bei uns, dass man gar nicht weiß, was man richtig essen soll. Man hat ja nicht so richtig Hunger. Und da ist so eine kleine, schnelle Sache immer mal ganz toll, wenn man sowas zu Hause hat. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Leberkäse, der aus dem Glas hopst, von der Firma Moosmeier, Metzgerei Moosmeier. Ich hatte euch da schon mal ein Video gemacht, wo wir alle Sorten vorstellen. Kann ich euch gerne nochmal mit dranhängen. Wir schieben jetzt erstmal unseren Leberkäse in den Backofen bei 180 Grad für ca. 25 Minuten. Den Deckel muss man natürlich abmachen und dann krabbelt der langsam aus dem Glas raus. Wir wollen uns heute tolle Baguette-Brötchen machen. Die habe ich heute Morgen vom Bäcker geholt. Die sind immer relativ groß, sind ja auch Baguette-Brötchen. Und während unser Leberkäse jetzt im Ofen backt, können wir unsere Brötchen vorbereiten. Ich mache da jetzt überall erstmal ein bisschen Mayonnaise drauf, damit damit unser Salat da drauf hält und das dann schön verstreichen hier erstmal. Muss ja nicht zu viel sein, aber so ein bisschen. Das gibt auch noch mal ein bisschen Geschmack dazu, obwohl der Leberkäse so schon ganz lecker ist. Da braucht man eigentlich ja nicht viel machen, aber wir machen heute mal ein bisschen mehr als nur einfach Leberkäse auf eine Semmel oder auf ein Baguette. So, und da kommt jetzt dann natürlich mein Salatblatt so drauf. Ich habe mir hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das solltet einfach nur so drauflegen müssen. Salat muss immer ein bisschen was sein, ein bisschen gesund. Darauf kommen dann jetzt noch ein paar Tomatenscheiben. Tomaten sind auch immer lecker. Wir haben uns ja dieses Mal Leberkäse ausgesucht mit Zwiebeln und Käse. Ist dann fast wie Pizza, wenn wir jetzt hier noch Tomaten dazu geben. Wir machen natürlich auch noch mal eine extra Schicht Käse damit drauf. Dann habe ich mir schon mal Bacon vorgebraten, schön knusprig. Der kommt jetzt hier noch mit drauf. So, und dann kommt noch ein bisschen Käse drauf, weil Käse macht die ganze Sache immer besser, als sie vorher ist. Ein bisschen so ein Schmelzkäse. Und dann müsste unser Leberkäse auch langsam fertig sein. So, jetzt kommen hier zwei Scheiben Schmelzkäse drauf. Also hier oben drauf zwei Scheiben Schmelzkäse. Der flutscht jetzt langsam raus aus dem Glas. Guck mal, wie der da rausflutscht. Ist ja cool. Warte, was ist das? Kino für die ganze Familie. Wie ein flutschender Fleischbombe. Was? Wenn er jetzt raus ist, also er kriecht jetzt richtig langsam raus und dann müssen wir natürlich noch ein bisschen länger drin lassen. Wir sind jetzt hier bei knapp 15 Minuten, dass er außen ringsrum schön braun wird. 180 Grad, 25 Minuten ungefähr braucht er. Ich habe jetzt Umluft, 160 Grad und trotzdem braucht er die 25 Minuten ungefähr. Fällt er nicht raus? Nee, der bleibt da oben stehen. Also bis jetzt ist er auch mal stehen geblieben. Man soll zwar unten Backpapier drunter packen, habe ich ja nur gemacht. Bleibt da oben jetzt verkantet, hoffe ich. Ja, das ist ganz präzise ausgearbeitet und ja. Da oben backt er jetzt noch ringsrum schön knusprig. Das ist ja cool. Ja. So, und jetzt lassen wir fertig backen jetzt und holen das raus. Ja. So, schaut mal, wie schön knusprig und lecker der jetzt geworden ist. Und jetzt kommt da so schön heiß, wie er ist, auf unsere Baguettebrötchen, auf den Käse, damit der schön schmelzen kann. Oh. So, jetzt müssen wir da so ein bisschen Scheiben abschneiden. Und dann kommt das schön auf die Brötchen drauf. Ich möchte hier so eine schöne knusprige... Ja, das war mir klar. Die beste Seite nimmst du. Knusprige Scheibe. Und ja. Da ist richtig, ihr seht hier richtig, wie der Käse da drin ist. Zerlaufen ist schon. Und jetzt machen wir ja nochmal extra Käse. So, jetzt machen wir den
Leberkäse hier leckert. Oh, wenn ihr das riechen könntet, dann mache ich dir bloß 2 Scheiben drauf fest. Ja. So, also ich finde es lecker, das ist eine ganz coole Sache. Ich mache mir hier noch das Ende mit drauf. Das war nur logisch. So. So, jetzt kommt bloß nach oben der Deckel drauf und dann hat man die beste Leberkäse-Semmel. Das ist ja keine Semmel, sondern Baguette, die man je haben kann. Sieht das nicht lecker aus und das ist nicht gestellt oder irgendwas, nicht gefotoshoppt, das ist jetzt so, wie wir es gemacht haben. Ihr kennt das Spiel, wir haben jetzt für euch keine Zeit mehr, wir gehen jetzt lecker essen. Also bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Und das wir sind so froh, diese Firma erfunden zu haben. Ja, das ist so lecker. Einmalig. Ein schnelles Essen für zwischendurch oder mal abends, wenn du keine Zeit mehr hast, irgendwas großartig zu machen und trotzdem hast du was großartig gezaubert. Und lecker.